Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Rising from the Ruins. Ich bin wieder Ulle Ulle und heute sind wir wieder mit Juli unterwegs, diesmal auf seinem LP-432. Das Ganze im Zug mit German Kastrup und Quatermain. Quatermain ist auf seinem Progetto 46 und German Kastrup auf seinem SDAV S1. Das Ganze auf der Karte Erlenberg und XVM funktioniert mal wieder. Und ich würde fast sagen, das Gegnerteam ist definitiv nicht besser aufgestellt, also dürften sie hier ihren Spaß haben. Fahren alle auf die rechte Seite? Zumindest die aus dem Zug. So, und da hat er schon der erste Badget. Die hatten zum Glück erst zu spät gesehen, um ihn beschießen zu können. Leider ist er aufgegangen. So, und da ist der Progetto schon offen. Wolltest du seine Kommandantenkuppel mal kurz anvisieren? Aber wenigstens die zwei gegnerischen Artis haben schöne Ziele. Holala. Da war unser German Kastrup Geschichte. Da war das Objekt Geschichte. Da ist die gute Badget. Und da hatten immer noch nicht mal auf dem Schirm. Ah, oh, mit 10 HP stehen lassen. So eine Scheiße.
So, K91 Geschichte. Oh, die Arti. Geschichte. Leider vorbeigeschossen beim Skorpion. Und der Stritzwagen nimmt ihn noch raus. Aber die ISO klärt es. So, und jetzt ist ja bloß noch 257. Unser Quartermain Capture. Im Großen und Ganzen schöner Sieg. Bis auf unser German Kastrup. So, dann kommen wir nochmal zu den Postgame-Stats. Das war für unseren Juli auf Erlenberg 2. Klasse, Speer, Wirkungsfeuer und Wachposten. 1149 Schaden gemacht, 6011 ermöglicht. Also auch die LP-15-Mission abgeschlossen damit. Jetzt ist gerade wieder mal ein Bug hier drinne. Super. Okay, für unseren German Kastrup sah es ja nicht so gut aus, da ist er gleich geplatzt. Dafür für unseren Juli, da konnte mehr als genug machen, 1039 Erfahrung gesammelt, 114.000 plus gemacht und das Ganze in 7 Minuten 38, kann man nicht meckern. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal.